Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Tearaway Unfolded. Ja, wir haben ja gedacht, wir beenden die Geschichte, aber nein, es geht noch weiter. Und jetzt sind wir irgendwo gelandet. Hauptsache, unser Held ist immer noch fröhlich. Dass es leben kann. Trägst du mich hin? Das ist tief im Wald vorbei am Fischteich. Kannst mir auch absetzen, aber verliere nicht deine Briefmarke. Ne? Oh, nicht schon wieder. So, ich habe so keine Ahnung, in welche Richtung wir überhaupt müssen. Nee. Hier? Hier liege ich nun unter dem Grund, mein alles so aus, als du gewohnt. Fotografiere das Haus in Schwarz und Weiß, aber mach dich auf einen Schrecken gefasst, mein Freund. So viele Erinnerungen. Na denn. Na, wo bist du denn, Kleiner? Ja. Ab. Hä? Wo geht's denn lang? Von da komme ich. Von dahin. Dahin. Da hoch. Da lang. Nee. Da lang. Hä? Ich habe eine Peilung, wo es lang geht. In Schwarz und Weiß, weder Grau noch Gelb, alles ist kaputt, alles ist kaputt. Ha. Gehen wir mal in die Richtung. Nee, da komme ich auch nicht weiter. Wo zur Hölle sind wir hier eigentlich? Ah, das Ding nervt mich. Was ist denn das? Oh nein! Hä? Hiya! 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 Ich komme! Kawabunga! Bam! 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 Oh.
Oh, das Ding lässt mir jetzt hinterher. Ja, ich habe einen neuen Freund. Friss. Neuer Freund. Friss. Du hast deine Briefmarke verloren, ich bin weg. Ja, verpiss dich. Brauch dich nicht. Stimmt oder nicht? Möchte ich kann die auch werfen. Lalalala. Nee. Peter, nicht an randalieren. Oh. Oh. Will was testen. Nee? Geschenk. Uhu. Ja, cool. Oh, ich glaube, ein Hund wurde gefressen. Nee, noch nicht. Komm her, Hundi. Schnabulfatz. Thank you.
Ups. Geschafft! Die Talfall-Eichhörnchen hatten recht, du bist gut im Schnipseln. Entschuldige den Wortwitz. Oh, viel Glück bei deiner Reise, Kurier. Du wirst unterwegs bei mehr meiner Art treffen. Yay, ich freue mich schon so unglaublich. Oh, du hast einen Freund gefunden. Ich wünschte, ich hätte einen Freund. Das Leben erscheint ist einsam, so ohne Beine. Früher lag ein Kiesel neben mir. Jetzt leisten mir nur noch diese Geschenkgeschäfte, aber es sagt kein Wort. Pech. Okay, nicht mein Hundi. Was mit dir? Na warte, ich komme und rette dich, Hundi. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Ich komme und rette dich, Hundi. Dim, 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 dim. Armes kleines Ding, du solltest dich um ihn kümmern nach allem, was er erlebt hat. Boah, du bist schon ein hässlicher Bogen, ganz ehrlich. Yeah. Doggy Makeover. Yeah. Oh? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Oha. Lip. Lippe hatte er schon, braucht er nicht Nase? Nee, ein Hundi braucht keine Nase. Ah, Ja. Hey. Nein. Nochmal. Nee. Rotleuchtendes Auge. So, dann mache ich die. So. Nein.
Arr. Ja, so lassen wir den jetzt. Sieht ja brutal aus. Viel besser, zum Glück hast du ihn gefunden. Die Freundschaftsbrücke ist nur für Freunde. Ein gemeinsames Foto von euch sollte reichen. Oh, er wird direkt in deine Arme springen, wenn du deine Kamera rausholst. Wie niedlich, kümmere dich gut um ihn. Er ist zu klein, um auf sich selbst aufzupassen. Du kannst jederzeit wieder nach ihm sehen. Okay, oh, ich hätte fast vergessen zu fragen. Hast du schon einen Namen für ihn? Mongo. Gute Wahl, schön dich kennenzulernen, kleiner Mongo. Hui. Ah, das Kleber. Springen war vielleicht nicht die beste Option. Hopp. So. Denk daran, dass du die meisten Objekte in Kreaturen zuwerfen kannst. Hast du schon mal mit Mongo versucht? Wow. Mongo, Mongo, komm her! Ja. Lalalalalalala. Bam. Lal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 a. Oh, was hast du, Mongo? Ich komme ab ins Licht. Oh. La 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 la. Yeehaw! Woohoo!
Oh, er freut sich. Oh Mann, die Nase läuft und läuft und läuft und es hört einfach nicht auf. So. Fress, kleine Mongo, fress! Oh, kennt ihr das, wenn einfach die Nase sich aufhört zu laufen? Bis alle Kreaturen am Morgen verschleppt. Das Mehrvolk der Zettelbuch kann dir vielleicht bei der Suche helfen, aber die Schnipsel versperren den Weg. Sogar unsere Kriegeprinzessin und ihre Eichhörnchenbande kamen nicht vorbei. Sie wären für Hilfe dankbar. Ich bin Jasmin, Kriegeprinzessin der Sphäre und seine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen, tapfere Kurier. Na dann. Toll, ich sterbe, indem ich weiß, und die Prinzessin macht mir gar nichts. Der will wegrennen. Was? Ich glaube, die Eichhörnchen sind gegen mich. Alles muss man selbst machen. Wir haben gesiegt, Kurier, dank dir. Es ist bei uns Brauch, eine siegreiche Schlacht mit einem Gedenkabzeichen zu feiern. Das Mehrfach macht ihr normalerweise bei uns, aber vielleicht könnt ihr es diesmal das Wesen einfallen. Ach Gott. Naja. Ein komischer Kackhaufen. Ein prachtvolles Stück, das bringt unsere Tapferkeit wirklich auf den Punkt. Könntest du es mir anstecken? So. Vielen Dank, ja, ich werde noch jahrelang diesen Tag besingen.
Ich habe keinen Zweifel daran, dass du deine Aufgabe bewältigen wirst. Vergiss nicht, das Abzeichen zu tragen, damit alle unsere Taten erfahren. Na toll. So. Oh, animiertes GIF. Yeah, 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 yeah. Ui. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Barmherzige Weichtiere, hast du den Sturm gehört, als würde eine Schlacht toben? Die Meeresgötter sind zornig. Sie haben das Loch im Himmel mit einem mächtigen Unwetter geöffnet. Und jetzt werden wir von Erdbeben und monströsen Kreaturen hereingesucht. Ganz Zettelbucht arbeitet hart, um die Meeresgötter zu besänftigen und stellt Opfergaben für das Meer her. Okay, ich glaube, das ist eine neue Gegend. Deswegen beenden wir diese Folge hier mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play TOA Unfolded. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Und ich muss jetzt meine Nase putzen.